Willkommen zu dieser Champions. Habe ich hier mit euch den neuen Trailer anschauen zu dem neuen Pokémon-Spiel hier. Kann man sehen, Pokémon schon neun. Ich kann es leider jetzt machen, weil ich habe erst gerade von der Arbeit. Ich muss bis um 4 arbeiten. Und ja, ich wurde schon von den Legis gespoilert. Man kennt's. Instagram, YouTube. Man kann das alles nicht gucken in der Zeit. Ich weiß nicht, wie die Legis ein bisschen aussehen. Nichts Gameplay-mäßig, aber halt, so wie sie halt auf die Artworks aussehen. Da wurde schon auf Instagram gespoilert. Ich wollte gerade noch ein bisschen meine Nachrichten anklicken, auf einmal sehe ich da Werbung von Pokémon Deutschland und auf einmal war da nicht. Danke, Pokémon Deutschland. Und ja, mal gucken. Endlich mal Information. Ich habe ja gesagt, ich mache zwar kein Pokémon-Content, ich mache jetzt halt meistens nur WWE, weil mir das am meisten Spaß macht. Und weil, wie gesagt, WWE eigentlich auch mein Hauptcontent Farm, den ich damit auf YouTube angefangen habe. Und hier Pokémon Night und so Videos zu machen, macht halt keinen Spaß. Und die anderen Pokémon-Spiele spiele ich auch nicht so. Deswegen kommen wir jetzt hier kein Pokémon-Videos. Aber ich habe ja gesagt in einem kleinen Community-Post, dass ja, wenn ja irgendwelche neuen Neuigkeiten kommen zu den neuen Pokémon-Spielen, dann werde ich eine Reaktion dazu machen. Und ja, heute ist es mal soweit. Ich hoffe immer noch auf eine Dummies-Entwicklung. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Aber ja, dann wollen wir uns das mal angucken. Moment, ich gehe mal runter. Hier. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also von den Legis, wie gesagt, ich habe es halt auf die Artbox gesehen. Ist anders, als ich erwartet habe. Ich finde sie jetzt nicht komplett schlecht, aber ich finde sie jetzt auch nicht besser als jetzt zum Beispiel in Summer Center von damals, also von der letzten Gen. Oder halt hier sogar Leo Lunala. Aber ja, werden wir mal sehen, wie sie im Game sind. Ich bin mal gespannt. Also ist das komplett anders, als ich erwartet habe. Nee, warte mal, ich klicke gerade an OBS, meine. Das ist nicht so nur noch. Ach, ist okay. Zwei Personen? Das ist neu. Das ist neu, zwei Professoren. Einmal männlich und weiblich, wahrscheinlich wegen des Gendern, damit nicht, dass sie einen männlichen Professor genommen hätten, damit wir Frauen uns damit nicht diskriminiert fühlen oder halt nur eine Frau genommen hätten, damit Männer sich nicht diskriminiert fühlen. Nein, Spaß. Aber okay, krass, cool. Das ist mal was Neues. Zwei Professoren und hier die Starter, ja. Ich bin immer noch beim Feuerstarter. Hier sieht man ja auch zum ersten Mal im Ingame. Finde ich cool. Ich hab den Feuerstarter bekannt. Ja, der Feuerstarter. Weil ich spule mal ein bisschen zurück. Was bist du denn? FIFA. Ist das Fake Pikachu? Falls ihr den Trailer komplett sehen wollt, also ohne meine Gelaber dazwischen und meine Gestoppe. Schaut euch das, wie gesagt, beim YouTube-Kanal an für Pokémon. Ist das das Fake Pikachu? Was bist du denn? Was bist du denn? Das sieht aus wie der Hund von meiner Freundin. Ja, das war dieselbe Reaktion, wo ich zum ersten Mal den Hund von meiner Freundin sehe. Was bist du denn? Was ist das denn? Okay. Elektro, ja, ist Fake Pikachu. Die Grafik ist super, finde ich super. Für Pokémon-Spiel. Okay. Pikachu ist im Spiel. Oh, krass. Heftig. Die Kiri. Wow, neues Pokémon. Was ist das?
das sieht aus, das sieht aus wie ein Knossi mit Down-Syndrom. Was ist das denn? Oh nein! Ich meine, das ist süß, aber. Ach, keine Ahnung, das hat. Aber anscheinend habe ich schon gesehen, wir legen Akkus, das Gameplay ist ja nicht das ganze System, oder? Schweinchen! Game Freak, ihr hattet nicht die Erlaubnis, mich ins Spiel reinzupacken. Ihr habt nicht die Rechte dazu. Ich werde mich beschweren, mich ins Spiel reinzupacken. Ah, cool, nur Schweinchen. Cool, freue mich. Ich glaube, wir hatten schon lange kein Schwein mehr. Ich glaube, das letzte war Verkuckel. Also hier, Zeug. Oder? Was war das? Niedlich. Sogar Feuer anscheinend, hab ich gerade gesehen. Okay, kam jetzt. Alles Gute für die Leute. Danke. Kann drin? Unten. Dann mache ich gleich. Das war Schweiß. Das Kinder da? Sorry, Leute. Getauscht. Cool. Und Cargo confirmed. Cool. Aber auch das Kiona ist mit drin. Bin ich nicht gefahren. Arena? Irgendwie Legis bestimmt. Ja, die Legis werden wieder an dem Dings-Trailer gezeigt, wie damals beschreibt Schild. Wow, ich weiß, dass die Legis kommen. Wow, sehr gut. Das sind die Ad-Hocs, die ich gesehen habe bei Instagram. Die. Weiter, ich habe Freitag, den 18. November 2022. Okay. Ja, was das am Ende war, das dritte Legi, also eine Andeutung. Einfach mal Düsentrieb als Beine. Wir sind bei Digimon angekommen. Oder bei Yu-Gi-Oh! What the fuck? Aber es scheint wirklich, wie vermutet wurde, mit Zeit zu tun haben, die Spiele, weil es wurde ja mal vermutet, hier mit dem ersten Trailer, haben viele vermutet, dass die Spiele irgendwas mit Zeitreisen zu tun haben. Und wenn ich mir das so angucke, das sieht wie ein Urzeit-Pokémon aus. Das kam es hin. Und das ist ganz der Dings, das ist ganz der Zukunft. Ist das ein Hahn? Soll das ein Hahn darstellen, ein bisschen? Das war ja die Vermutung, League. Das einzelne League aussieht wie ein Hahn. Und das andere ist ein Stier, aber das andere sieht nämlich aus wie ein Stier. Ist nicht. Ey, oder? Also, das Ene wird 100% Stahl sein. Das Ene, das Zukunfts. Aber der hier Gestein? Steindrache? Stahldrache und Gesteindrache und dann die ein zweites Dialga? Und ein Monagoras ist Ligi? Cool. Es ist einfach ein Tiefen, Mann. Ich meine, das ist ja keine Beleidigung, wenn man sagt, das ist ein Digimon. Digimon hat eh die cooleren Designs als Pokémon. Sage ich immer, sagen auch viele.
Digimon und Pokémon mögen. Aber das ist, da wird es wirklich ein Digimon. Das ist Zukunft. Das ist einfach komplett eine Maschine. Weißt du, wir dachten am Anfang, war die Vermutung, die Legis werden basieren auf einer Orange und einer Traube. Wie auch immer die eine Traube machen soll. Keine Ahnung, als Legi. What the fuck? Das ist ein Yu-Gi-Oh!-Monster. Ich muss ehrlich sagen, ich werde mir wahrscheinlich Kamazin holen. Ich mag das rote Puder. Ja, das rote ist viel besser. Wohl, wie gesagt, habe ich ja vorhin gesagt, ich finde beide nicht schlecht. Also nicht schlecht, aber auch nicht so gut. Die Erwartung natürlich war ein bisschen was anderes. Wie gesagt, auch dass es das zwei drachenähnliche Pokémon sind. Weiß ich nicht. Ich finde es irgendwie cooler, wenn die Legis immer ein bisschen so mehr andere Tiere als Vorbild haben. Jetzt wie damals immer Center und Zacian oder halt Kyogre als Wal und so. Ho-Oh als ein Phönix. Ey, wie gesagt, Drache haben halt so viele. Die Legis sind. Ich meine, vielleicht sind die nicht mal Typ Drache, aber die werden 100% Drache sein, 100%. Die sehen aus wie Drachen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich mag den von Kamis mehr. Sieht komisch aus wie die Beine. Der hat keine Beine! Der hat einfach nur Düsentriebe! What the fuck? Was ist das? Hier sehen sie halt wirklich ein bisschen aus wie irgendwelche Fanmade-Pokémon oder halt irgendwelche. Aus irgendeinem, keine Ahnung, Yu-Gi-Oh! Digimon. Ich finde, hätte der ein bisschen anderes Gesicht. Würde das Gesicht von dem ein bisschen anders aussehen, würde er richtig cool sein. Muss ich ehrlich sagen. Dann könnte ich mir den richtig cool vorstellen. Aber ich glaube, das soll wirklich ein bisschen wie ein Hahn sein. Hier, diese Zacken da oben, diesen Kamm. Was auch immer das am Hals da ist. Jetzt Mumps. Die Beine haben Mumps. Aber haben sie diesen Hals? Die haben beide Mumps. Ich bin hier nochmal ganz. Wie gesagt, ich erwarte ab, wie es in Game aussehen, weißt du? Gameplay. Technik. Vielleicht haben sie auch eine zweite Form. Kann ja auch sein, dass die vielleicht mal eine zweite Form kriegen. Wie gesagt, ganz am Center, wo es halt nicht so richtige zweite Form waren. Aber vielleicht haben sie ja noch eine geheime Form. Keine Ahnung, irgendwie so. Ah, gespannt auf das dritte Legi, weil wenn wird der von Kamsi, der rote, sieht wirklich aus wie ein Vieh aus der Vergangenheit. Irgendein Urzeitvieh. Und der andere sieht, wie gesagt, komplett aus Zukunft. Also, das ist das Zukunftsvieh. Was wird denn das Lee? Das dritte, Gegenwart. Heutige Zeit. Was macht man da? Ja. Schwierig. Aber ja, cool. Wie gesagt, endlich mal die Leaks gezeigt worden. Jetzt ist endlich mal die ganze Spekulation. Also, ich weiß nicht, die ganzen Leaks. Es gab ein Leak, wie gesagt, mit Zeit. Das Spiel irgendwas mit Zeit zu tun haben wird. Ist es anscheinend. Aber ja, Leaks ist komplett anders als erwartet. Mit diesem komischen Drachen, der Turbinen als Beine hat. Okay. Oh ja, ihr könnt ja gerne mal sagen, was ihr davon haltet, von den neuen Pokémon. Neuen, also von den Pokémon, die jetzt sonst gezeigt wurden. Ich kann ja nochmal zurückgehen. Wartet mal. Von den anderen Pokémon, also es wurde leider keine Entwicklung gezeigt.
dieses Pikachu-Fake-Vieh, mag ich null. Weiß nicht mal, was es darstellen soll. Wie gesagt, Knospe mit Down-Syndrom. Vielleicht wird es eine coole Pflanze. Mal sehen. Vielleicht wird es auch mal eine Feuerpflanze. Das wäre extrem cool. Und dann dieses Schweinchen. Ja, ich. War das jetzt Feuer? Haben Sie da gesehen? Nee, weiblich. Perkuli heißt das Vieh. Perkuli. Ich glaub nicht, dass das Feuer sein wird. Ich glaube, es ist Unlicht, Boden vielleicht, irgendwas so mäßiges. Vielleicht auch ein Gift. Aber das Schwein finde ich jetzt bis jetzt am besten. Wie gesagt, die anderen beiden Viecher, ja, die Pflanze ist noch okay. Starter, wie gesagt, bin ich immer noch erstmal beim Feuerstarter. Mal gucken, Endentwicklung ist immer das Wichtigste. Und bei den beiden Legis hier, ja, wie gesagt, finde ich Kermesine besser. Ich will wahrscheinlich auch eher nehmen. Das sieht cool aus. Ich meine, man könnte coole Artbox von den beiden machen. Aber ja, das andere ist einfach komplett Zukunft. Also, diese Beine. Ja. Ich meine, gut, mit diesem Namen Karamessin und Pupa konnte man sich halt keine Legis vorstellen. Wie gesagt, war ja mit den Trauben, mit Orange hätte ich mich gefreut, zwei Pflanzenlegis vielleicht. Aber die Frage ist halt, wie hätte man die Legis machen sollen? Aber ja. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, wie gesagt, der wird Steindrache, der wird Gesteindrache oder so. Die werden wahrscheinlich 5% bei Drachen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass das der Hahn aus den League ist. Weil er wieder, der aus von Kamsin hat er wirklich diese Don Hahn kam. Dann hier dieses Dings. Hat man ja bei ihm. Haben wir auch manchmal so ein Dings hier. Ein bisschen so. Doch, ein bisschen auch so wie ein Autoreifen. Und hinten hat er diese auch diesen Schwanz, weißt du? Ich glaube, das ist der Hahn. Das ist der Hahn. Gucken wir uns einen Hahn darstellen, glaube ich, ein Hahndrache. Aber hätten sie ein besseres Gesicht machen sollen, finde ich. Das Gesicht ist das, was mich am meisten stört bei dem. Gesichter. Die Gesichter sind ein bisschen so die, was mich ein bisschen stört. Ich glaube, der hätte ein bisschen cool aussehen können, wenn er diese komischen Klubschaugen hat. Weil hier sieht man ja richtig, dass es viel Klubschaugen hat. Hätten die beiden nicht diese Klubschaugen, würden sie bestimmt noch cool aussehen. Dann könnte man richtig sagen, coole Legis, aber mich stören diese Klubschaugen. Aber ja, wie gesagt, ich werde das Video gleich hochladen. Wie gesagt, mal lange mal wieder Zeit ein Pokémon-Video. Mal was anderes als WWE. Ich habe auch ein paar DVD-Videos aufgenommen, aber kam nicht dazu, die hochzuladen. Nächste Woche kommt doch der neue Killer. Freue ich mich jetzt schon. Da wird ein Video zu kommen. Wird wahrscheinlich auch mein neuer Main werden. Und ja, endlich mal Neuigkeiten zu den Spielen. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, wenn die neuen Spiele irgendwas kommt, welche Reaktion zu hochladen. Jetzt ist es ja nicht mal so weit gewesen. Es kann sein, dass ich vielleicht noch ein Pokémon Night View mal mache jetzt zur Zeit. Meine Spielzeit sehr viel Mammutel immer noch. Weil es gibt jetzt einen coolen Modus, einen neuen Modus, der geht jetzt noch, glaube ich, 25 Tage oder so. Und da kann man halt Pokémon zum Beispiel, sowas wie Zapdos, Arctos, Arctillas, Arnestron so spielen. Also für eine kurze Zeit, also die kann man halt da besiegen und dann kann man zu die Pokémon halt werden für eine kurze Zeit. Echt extrem cool. Und den Modus werde ich wahrscheinlich ja nochmal machen, also als Video. Oder halt beendet. Aber ja, ihr könnt ja gerne sagen in die Kommentare, wie ihr die neuen Pokémon findet, wie gesagt. Wird natürlich erstmal weiter in WWE-Videos kommen, wie gesagt, ich spiele WWE 2K22 immer noch gerne. Macht sehr viel Spaß, also deswegen ist halt mein Content. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! Und ich werde mich noch bei Gameplay beschweren, dass ich mich reinpacken kann. Das Schwein sieht aus wie ich.